Und damit darf ich schon den ersten Referenten ans Pult bitten. Wahrscheinlich werden Sie Matthias Beck ohnehin alle kennen. Er war einer jener unglaublich flexiblen Vortragenden, denn wie ich ihn gefragt habe, ob er heute zu uns sprechen würde, hat er gemeint, ja schon, aber es muss sehr früh sein, weil ich muss dann am Nachmittag nach Köln, weil ich dort auch einen Vortrag habe. Also er ist ein vielgefragter. Er hat Pharmazie, Medizin studiert, ist dann Dermatologe und Allergologe geworden, war in Münster studiert, das ist dort, wo die schönen schwarz-weißen Kühe auf den grünen Wiesen sind, ist dann nach München gegangen, das war sozusagen in Münster seine naturwissenschaftliche Phase. In München hat er sich dann der Geisteswissenschaft in Form der Philosophie zugewandt, hat Theologie studiert, römisch-katholische Theologie, hat sich dann in Moralphilosophie habilitiert und ist Professor für Moralphilosophie und medizinische Ethik an der Universität Wien und berät in dieser Funktion, wie ich gesehen habe, nicht nur den österreichischen Bundeskanzler, sondern auch die deutsche Bundeskanzlerin und die EU und den Papst. Und genau. Heute ist er bei uns. Genau. Vielen Dank. Ja, guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Präsidentin, vielen Dank für die Einladung. Es hat tatsächlich noch geklappt. Um 15 Uhr muss ich einsteigen in den Flieger. Also es geht sich ganz gut aus alles. Ich komme gleich zum Punkt. Braucht die Medizin die Philosophie? Antwort ja. Unbedingt, und zwar mehr denn je. Und ich versuche, das in 20 Minuten zu begründen. Es wird etwas schlaglichtartig sein. Ich kann nur einzelne Bereiche rauspicken. Sie werden im Laufe des Tages noch andere philosophische Aspekte bekommen. Also vielleicht begegnen wir uns mit einer Hermeneutik des Wohlwollens, dass wir das wohlwollend interpretieren, was der andere sagt. Das ist das, was Gadamer auch gesagt hat. Respekt vor der Meinung des anderen. Der andere könnte auch recht haben. Also, schießen wir los. Wir haben die verschiedenen Wissenschaften, Sie haben es schon gesagt, die Medizin ist nahezu vollständig bis heute eine naturwissenschaftliche Disziplin. René Descartes hat schon, ich werde gleich darauf kommen, Geist und Materie unterschieden. Wir sind im Grunde eine Materiewissenschaft, wir betrachten den Menschen als Materie. L'homme machine war ein Paradigma des 18. Jahrhunderts, der Mensch als Maschine. Langsam kommt man darauf, dass der Mensch mehr ist als Maschine. Heute reden wir von Big Data. Wir wissen, wir haben 30.000 Gene, aber 1,5 Millionen epigenetische Zusatzinformationen. Das heißt, eine riesige Verschaltungsmaschinerie, die man mit den größten Computern der Welt kaum erfassen kann. Und da ist die Frage, die Sie schon gestellt haben, ist der Mensch eine Zusammensetzung, eine Summation von äußeren Daten? Ist der Mensch eine Summation von Materie? Oder gibt es da so etwas wie eine innere Lebensdynamik? Und mit dieser Frage befasst sich die Psychologie, die Frage der Seele, ich werde darüber sprechen, dann die daraus abgeleiteten neuen Wissenschaftsgebiete Psychosomatik, Psychoneuroimmunologie. Ich habe einen neuen Begriff geprägt, Psychoneurogenetik, weil wir müssen nachdenken über die seelischen Zustände, die über die genetischen Verschaltungen mitentscheiden. Es ist gerade wieder ein Buch erschienen über Genetik, Epigenetik mit dem Titel Gesundheit ist kein Zufall. Wir müssen daran mitarbeiten. Wir sind Subjekte, wir sind nicht nur Objekte der Betrachtung, sondern wir sind ein Stück weit auch unseres Glückes Schmied. Wir können an unserer Gesundheit mitwirken und es wird zunehmen, die Verantwortung des Patienten wird zunehmen, aber dazu muss ja aufgeklärt sein, wer der Mensch eigentlich ist, und das sind die Domänen von Philosophie und Theologie. Ich nehme ausdrücklich die Theologie hinzu, weil die Philosophie an eine Grenze kommt. Der Philosoph Hegel hat gesagt, der Mensch ist immer schon beim Absoluten, er denkt über den Tod nach, er denkt über die Endlichkeit nach, er baut Pyramiden in Ägypten, er hat Reinkarnationslehren. Das heißt, der Mensch ist mit dem Endlichen nie zufrieden. Alle Lust will Ewigkeit, sagt Friedrich Nietzsche. Und Goethe sagt, möchte ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist das so schön. Der Mensch hat Sehnsucht nach Ewigkeit. Und auch das ist für die Medizin von großer Bedeutung. Die ganzen Fragen, Angst vor dem Tod, viele Schlafstörungen, viele psychosomatische, auch psychiatrische Erkrankungen haben etwas zu tun mit der Angst vor dem Tod. Deswegen gehört der Tod zum Leben. Und das ist nicht nur die Domäne der Theologie, aber dort haben die Religionen ihren ersten Ort. Was ist eigentlich mit dem Leben nach diesem Leben? Gibt es so etwas und was könnte das sein? Also ich habe es mal so zusammengefasst. Was ist der Mensch im Unterschied zum Tier? Er ist genetisch ähnlich der Maus. 98% der Gene sind ähnlich, beim Affen 99%. Als ich Medizin studierte, hatten wir keine Ahnung, ob wir über Kühe oder Menschen reden.
Wir haben Laborwerte gelernt, Natrium, Kalium, Röntgenbilder angeschaut, aber die Frage, wer ist der Mensch, Thema kam nicht vor. Ich habe ein einziges Mal in einer Vorlesung, da war ich immerhin schon 26, hatte schon Pharmazie studiert, gefragt, Herr Professor, warum kreuzen die Nervenbahnen von rechts nach links? Schallendes Gelächter, 500 Studenten, der Professor lacht, ich sage, warum lachen Sie? Sagt er, die Frage nach dem Warum ist nicht die Frage der Medizin. Also, man kann analysieren. Dilthey hat die Zusammenhänge versucht, damals schon darzustellen, am Ende des 19. Jahrhunderts. Also, was ist erklären? Was heißt verstehen? Die Naturwissenschaften versuchen zu erklären. Die Philosophie versucht zu verstehen. Ich glaube, dass die Dinge heute zusammenwachsen, aber noch längst nicht dort sind, wo sie sind. Der Mensch ist eben im Unterschied zum Tier ein Geistwesen, könnte man sagen. Er hat Vernunft, er hat Verstand. Die beiden Unterschiede von Immanuel Kant. Vernunft kommt von Vernehmen. Ich kann in die Wüste gehen, jetzt in der Fastenzeit. Ich kann die Stille vernehmen. Lao Tzu sagt, die größte Offenbarung ist die Stille. Verstehen kann ich die Stille nicht. Verstehen kann ich Gegenstände. Ich kann ein Auto verstehen, wie es gebaut wird. Ich kann vielleicht sogar einen Organismus verstehen. Also auch das empfehle ich Ihnen sehr. Die Philosophie verwendet Begriffe und diese Begriffe bilden Wirklichkeit ab. Wir sprechen von Reproduktionsmedizin und müssen uns fragen, ist der Mensch ein Produkt? Ein Produkt der Technik oder ist er doch etwas mehr? Also Begriffe deuten auf etwas hin. Wir sprechen von personalisierter Medizin, aber es geht gar nicht um die menschliche Person, sondern um das individuelle Genom. Also müssen wir präziser von individualisierter Medizin sprechen und nicht von personalisierter Medizin. Die Semantik wirkt ein auf die Wirklichkeit. Also zum Menschen gehört unter anderem neben vielem anderen, er kann reflektieren über Endlichkeit, über den Tod. Ich habe schon gesagt, Hegel hat gesagt, der Mensch ist immer schon beim Absoluten. Wer die Relativität als Relativität erkennt, ist immer schon darüber hinaus. Und es ist für die Medizin von großer Bedeutung, nicht nur für die Frage von Nahtodeserfahrung oder für die Frage Hirntoddiagnostik, Hirntodkriterium, für die ganze Frage Organexplantation, sondern es ist auch die Frage für die Interpretation von Krankheiten. Sinnfindung, was ist der Sinn meines Lebens, meinetwegen Logotherapie, was Sie wollen. Also der Mensch übersteigt den Menschen um ein Unendliches, hat Pascal schon gesagt. Und da sind wir schon beim Punkt. Was sind so die großen Themen, ich kann nur zwei, drei rausgreifen, die wichtig sind für die Verbindung Medizin-Philosophie. Das eine ist die immer neu zu stellende Frage, was ist eigentlich Krankheit und was ist Gesundheit? Ich habe Ihnen gesagt, die 30.000 Gene Grundinformationen sind nur ein Teil der Informationen. Diese Gene müssen geschaltet werden, aktiviert werden, inaktiviert werden. Das sind die epigenetischen Einflüsse. Eine Unzahl, Millionen von epigenetischen Einflüssen. Und das reicht weit hinein in die Pränatalmedizin, in die pränatale Psychologie. Wir wissen sehr viel über Prägephasen in den ersten 9 Monaten in der Schwangerschaft. Ich würde mal ganz brutal die Frage in den Raum stellen, was bringt uns eigentlich eine Präimplantationsdiagnostik? Da können wir die Gene analysieren oder auch eine Pränataldiagnostik. Wir wissen aber gar nicht, ob die Gene aktiviert werden. Wir wissen, dass wir eine genetische Veranlagung haben für Brustkrebs. Von Frauen wird das vererbt, BRCA1-Gen. Wir wissen aber nicht, ob dieses Gen aktiviert wird. Da brauchen wir Zusatzinformationen dazu. Und diese Komplexität wird uns noch in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Was wissen wir eigentlich? Die Big-Data-Frage führt dazu, dass wir wahrscheinlich immer weniger wissen. Und das ist ein alter Spruch von Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Trotzdem müssen wir handeln. Und das ist die Frage, wie machen wir das? Also mit diesen Fragen befasst sich die Ethik. Wir haben zwei verschiedene ethische Zugänge. Einmal die philosophische Ethik, einmal die theologische Ethik. Was macht die theologische Ethik? Die kommt implizit immer hinein. Ich sage nur ein Beispiel, Judentum, 10 Gebote, du sollst nicht töten. Die ganze Frage, wenn wir von Lebensbeginn und Lebensende sprechen, ist das schon eine bestimmte Form von Zeitvorstellung? Wir haben einen Anfang, wir haben ein Ende. Das haben asiatische Religionen nicht. Sie reden von Wiedergeburt, sie haben ein zirkuläres Zeitverständnis. Ich habe viele Seminare gemacht über die Frage Medizin, Ethik in den Religionen. Da sehen Sie große Unterschiede. Zum Beispiel bei den Muslimen, eine alte Beseelungstheorie von Aristoteles. Ist der Embryo schon ein Mensch oder entwickelt er sich zum Menschen? Also hier gibt es große Unterschiede. Ich kann das nur andeuten. Jedenfalls brauchen wir beide Zugänge, den philosophischen und den theologischen Zugang. Die meisten Fragen stellen sich heute ethisch am Lebensanfang, Lebensende. Ich habe schon gesagt, In-vitro-Fertilisation, Präimplantationsdiagnostik, In-vitro-Fertilisation für gleichgeschlechtliche Paare und vieles mehr, Leihmutterschaft, das sind alles zutiefst philosophische Fragen, menschliche Fragen, die die Philosophie brauchen, um darauf Antworten zu geben. Am Lebensende genau dasselbe, was ist der Tod, soll ich mich selber umbringen? Immanuel Kant hat gesagt, Selbstmord ist Selbstwiderspruch, ich benutze meine Freiheit, um mir meine Freiheit zu nehmen. Wir haben das lange in der Bioethikkommission, Sie haben es erwähnt, beim Bundeskanzler diskutiert. Assistierter Suizid, sollen wir das machen, sollen wir das zulassen?
Ja oder nein? Also eine Fülle von ethischen und damit auch philosophischen und theologischen Fragen. Kant hat es so zusammengefasst, was kann ich wissen? Die Frage der Erkenntnis, da geht es schon los. Die Grundbedingung, meine Damen und Herren, ich möchte das sagen, der Naturwissenschaft ist folgende, dass die Welt geordnet ist. Wäre die Welt nicht geordnet, könnten wir gar keine Naturwissenschaft machen. Auch die Kosmologie geht davon aus, dass das Planetensystem geordnet ist. Ich könnte Ihnen fast schwören, dass die Sonne morgen wieder im Osten aufgeht und nicht zufällig im Westen oder im Süden. Das heißt, genau genommen wissen wir, dass die Sonne gar nicht aufgeht, sondern sie steht still und die Erde dreht sich. Wenn aus dem Urin plötzlich andere Fäkalien herauskämen oder wenn Zellen plötzlich aus der Lunge im Gehirn auftreten, wir nennen das Metastasen, ist das mit dem Leben nicht vereinbar. Also auch ein Organismus hat eine gewaltige Ordnung und nur weil er geordnet ist, können Sie in China dieselbe Stammzellforschung machen wie in Wien, weil die Zellen dort ähnlich wachsen wie bei uns. Das heißt, die Vorbedingung dafür, überhaupt Naturwissenschaften betreiben zu können, ist die Ordnung der Welt. Das heißt nicht, dass es innerhalb der Ordnung auch Chaos gibt. Im mikrophysikalischen Bereich gibt es Chaos, gibt es Unschärfen, unschärfe Relationen von Heisenberg und so weiter. Übrigens interessant, dass die Physiker die Ersten waren, die dann Philosophen wurden. Heute müssen es die Biologen sein, wenn sie weit genug in die Biologie vordringen und die Komplexität eines Mechanismus immer besser erkennen. Also, was kann ich wissen? Die Frage der Erkenntnis. Was soll ich tun? Die Frage der Ethik. Was darf ich hoffen? Die Frage der Religion, Spiritualität. Aber da geht es eben nicht nur um die Frage der Jenseitigkeit, sondern die Frage in diesem Leben schon, wie finde ich meine innere Mitte, wie finde ich meinen inneren Frieden. Wir wissen, dass das Seelenleben Einfluss nimmt auf die genetisch-epigenetischen Verschaltungen und damit auch Einfluss hat auf Krankheit und Gesundheit. Kant hat es so zusammengefasst, was ist der Mensch? Und das wäre der erste Punkt, den ich wirklich festmachen muss. Die Medizin braucht eine Anthropologie, die wir nicht haben. Und sie bemühen sich darum. Sie haben es schon gesagt, wir haben ich habe das nochmal nachgelesen, bis 1853 oder 1861 in Preußen noch ein Philosophikum gehabt, bevor die Menschen überhaupt Medizin studieren durften. Das wurde dann abgeschafft. Und aus dem Philosophikum ist das Physikum geworden. Der Mensch wird reduziert auf die physikalischen Messbarkeiten. Ist einfach, kann man besser kommunizieren, aber der Mensch wird damit keineswegs erfasst. Was sind die aktuellen Herausforderungen? Ich habe schon gesagt, was ist Krankheit, was ist Gesundheit? Plötzlich kommen wir aus einem ganz eigenartigen Gebiet, aus meinem ersten Gebiet der Pharmazie, über die sogenannten Pharmakogenomics zu einer eigenartigen Erkenntnis. Genomics, die Nachsilbe Omics, spricht immer für Ganzheiten. Wir versuchen, größere Ganzheiten zu betrachten, das ganze Genom. Wir schauen, wie Medikamente wirken bei Menschen und plötzlich erkennen wir, wir haben 50 Patienten, alle haben denselben Krebs, alle sind Männer, alle sind ungefähr gleich schwer. Sie kriegen alle dieselbe Medikamentendosis und sie reagieren alle anders. Interessant. Warum? Aufgrund des unterschiedlichen Genoms. Das hat die Pharmakogenomik herausgefunden. So kam es zum Begriff der individualisierten Medizin, personalisierte Medizin. Hier geht es um die Begriffe. Wenn ich nur das Genom anschaue, sollte ich den Begriff der individualisierten Medizin benutzen. Oder heute sagt man zielgerichtete Medizin, Präzisionsmedizin. Der Begriff Person umfasst sehr viel mehr, umfasst mein ganzes Innenleben, meine Geschichte, mein Umfeld, meine Familiensituation. Also Person ist der viel umfassendere Begriff. Deswegen, wenn es nur um die naturwissenschaftliche Grundlage des Genoms geht, bitte den Begriff individualisierte Medizin benutzen. Wenn es um das ganze Kontext des Menschen geht, in seiner zwischenmenschlichen Beziehung, Umgebung, seinem Innenleben, seinem Seelenleben, dann kann man den Begriff der personalisierten Medizin benutzen. Warum ist das wichtig? Für die ganze Frage der Verschaltung von Genetik und Epigenetik. Ein riesiges Problem oder ein neues Forschungsgebiet. Wie hängt Gehirn und Genetik zusammen? Ich war gerade vor einigen Wochen in Brüssel in der Ethikkommission, wo ich da mitarbeite. Das ist eine kirchliche Ethikkommission. Und da wurde uns vom EU-Parlament vorgestellt, dass die EU ein riesiges Human Brain Project macht. Ein Human Brain Project zur Erforschung des menschlichen Gehirns. Und das, meine Damen und Herren, wird die Zukunft sein. Es geht komischerweise aus von wem? Von den Computerleuten. Die IT-Leute wollen wissen, was ist der Unterschied zwischen einem Computer und einem Gehirn? Eine zutiefst philosophische Frage. Kann der Computer denken? Wir sprechen von künstlicher Intelligenz. Das Wort Intelligenz kommt von intus legere, zwischen den Zeilen lesen, hinter die Kulissen gucken. Kann das der Computer oder kann er nur das reproduzieren, was wir ihm eingegeben haben, die ganzen Algorithmen? Ich fahre jetzt nach Köln, muss einen Vortrag halten über das Big-Data-Problem. Da hat gestern, wie ich gehört habe, ein Neurologe einen Vortrag gehalten. Die haben schon Programme entwickelt, Algorithmen, wo man alle Daten aus der Welt sammelt, sagen wir, für MS-Patienten. Das kann sehr gut sein. Jetzt versucht man, das zusammenzubauen, neue Therapien zu entwickeln. Das kann sehr gut sein, aber die philosophische Frage bleibt, ist der Mensch damit schon erfasst?
Also das Geist-Gehirn-Problem ist ein zutiefst philosophisches Problem, nämlich steuert mehr der Geist das Gehirn oder mehr das Gehirn den Geist? Alte philosophische Frage, wo war der Gedanke, bevor er mir kam? Es gab so eine Diskussion vor 20, 30 Jahren, die ist ein bisschen abgeflaut. Wir hätten gar keine Freiheit, weil wir müssten ja unseren Potenzialschwankungen folgen und wären deswegen gar nicht frei. Ich habe mal folgendes Experiment gemacht, mit einem Physiker muss ich das diskutieren und habe mir eine Strategie überlegt. Er vertrat auch die These, wir sind gar nicht frei, wir müssen unsere Potenzialschwankungen, wir müssen denen folgen, die kommen im Gehirn, die tauchen da auf. Da habe ich gesagt, Herr Kollege, würden Sie bitte zuerst reden, es war so ein Auditorium wie hier, er vertrat seine Thesen, wir müssen den Potenzialschwankungen folgen. Ich saß da, wie Sie jetzt da sitzen, ich wurde aufgerufen für meinen Vortrag und ich blieb sitzen. Es waren die längsten 2 Minuten meines Lebens. Ich starrte die Wand an, starrte nach draußen. Die Moderatorin sagt, Herr Professor, geht es Ihnen nicht gut, sollen wir den Notarzt holen? Wir haben Sie eingeladen zu einem Vortrag, wollen Sie reden? Bin sitzen geblieben, nichts gesagt. Dann brechen wir die Veranstaltung ab. Wollen Sie reden? Ich habe nichts gesagt. Und dann irgendwann, bevor alle anfingen aufzustehen, habe ich gesagt, es tut mir leid, ich warte auf die Potenzialschwankungen. Es kommt gerade nichts. Na gut, also man kann auch durch praktische Beispiele die Dinge ad absurdum führen. Also das Human Brain Project, ein riesiges Projekt. Die ganze Frage Freiheit und Verantwortung steckt darin. Zutiefst philosophische Fragen, ist der Mensch frei, ist er nicht frei? Jetzt die ganze neue Frage, Computer, künstliche Intelligenz, Big Data, Problem habe ich schon erwähnt, die Roboterisierung des Menschen, selbstfahrende Autos, bis dahin muss man gehen, wer trägt die Verantwortung? Würden Sie ein Auto ins Gefängnis stecken, wenn es ein Kind überfährt? Oder sind es nicht doch die Programmierer, die das Auto so programmiert haben, damit es so und so funktioniert? Also ich habe es schon so zusammengefasst, habe schon gesagt, Hegel, der Mensch ist von Natur aus auf das Absolute ausgerichtet, über das Relative hinaus, Pascal, der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches, in allem ist ein zu wenig, alles, alle Lust will Ewigkeit, Nietzsche, möchte ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Deswegen kann ich die Philosophie von der Theologie nicht trennen. Wir brauchen in der Theologie sehr viel philosophische Reflexion, aber die Philosophie muss auch sehen, dass es eine Grenze gibt, dass sie über den Tod hinaus nichts sagen kann und da kommen die Religionen ins Spiel. Ich will ein paar Dinge konkret machen. Ich muss so ein bisschen galoppieren. Ich war früher ein Dressurreiter, also ich weiß, was es heißt, vorwärts zu galoppieren, wegen der kurzen Zeit. Ich möchte auf ein paar Dinge eingehen zum Begriff der Seele und das Leib-Seele-Problem. Wir haben das schon gesagt, zum Beispiel die ganze Frage, wir haben eine Psychologie, das ist im Grunde die Lehre von der Seele, aber was die Seele ist, Sie haben es schon angedeutet, haben wir ja ganz eng mit Sigmund Freud zurechtgestutzt. Ich bin aus der katholischen Tradition, ich bin das auch gerne, aber ich habe zunehmend, ich bin seit 17 Jahren jetzt in Wien, verstanden, warum der Sigmund Freud gerade im katholischen Wien seine Psychoanalyse entwickelt hat. Da gab es doch manche neurotische Entwicklung auch in der römisch-katholischen Kirche. Also die Unsterblichkeit der Seele bei Plato, die Frage der Ewigkeit kommt da hinein, die irdische Existenz, ich kann das nicht ausführen. Wir haben 2 Begriffe im Deutschen interessant, Körper und Leib. Der Körper ist der, der sich ständig verändert. Wenn Sie rausgehen, haben Sie einen anderen Körper, Zellen sind abgebaut, umgebaut, neu gebaut, wir merken das nicht. Aber sie leben im selben Leib. Leib hat etwas zu tun mit ihrer Identität. Wir sprechen übrigens auch theologisch von der leiblichen Auferstehung von den Toten, was wir jetzt Ostern feiern. Wir sprechen nicht von der Unsterblichkeit der Seele. Wir sprechen auch nicht von der körperlichen Auferstehung. Menschen fragen mich immer, jetzt habe ich eine Niere gespendet, komme ich jetzt in die Ewigkeit ohne Niere? Nein, das ist eine körperliche Vorstellung. Wir gehen davon aus, christlicherseits, dass der Mensch durch den Tod hindurch seine Identität behält und in einer gewissen Weise verändert in eine andere Seinsform, wie wir Auferstehung nennen, Sein bei Gott, Ewigkeit und so weiter. Das hat Plato schon vorreflektiert. Da bleibt ein Dualismus von Seele und Leib. Das interessiert uns jetzt nicht so sehr, obwohl das auch für die Medizin von großer Bedeutung ist, eine Art Leibfeindlichkeit. Der Gegenpart ist Aristoteles. Er hat etwas gesagt über die Seele als inneres Lebensprinzip, als Ganzheitsprinzip. Schauen Sie, wir haben über Big Data gesprochen, wir haben über die Summation von äußeren Daten gesprochen, aber hier gibt es eine innere Entfaltungsdynamik. Eine Seele, nennt Aristoteles das, ein Formprinzip, ein Lebensprinzip, ein Ganzheitsprinzip mit dem Satz, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile oder etwas ganz anderes, so hat es Herbert Pietschmann jetzt zusammengefasst. Das heißt, wir können noch so viele Daten sammeln, den Menschen als Ganzes erfassen wir nur von innen heraus und nicht von außen durch die Aufsummation der Daten. Also ich habe das mal so genannt, die Entfaltung von innen, das sehen wir schon beim Embryo, hat eine gewaltige Kraft, der ist nicht nur ein Zellhaufen, sondern er entfaltet sich
Weil er ist tot, es bleibt so ein Dualismus von Seele und Leib. Dann die ganze Frage der nikomachischen Ethik ist für uns von großer Bedeutung für die Medizin. Klug handeln, gerecht handeln, Dinge gerecht verteilen, dem anderen gerecht werden, das rechte Maß, Paracelsus, die rechte Mitte, die Dosis macht das Gift. Kann darauf nicht eingehen, auf die einzelnen Tugenden. Thomas von Aquin, Mittelalter, nimmt dieses Seelenproblem auf, nimmt die ganze jüdische Philosophie dazu. Sie kennen das in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Gott hauchte den Menschen den Atem ein. Das Atmen ist etwas ganz Wichtiges, können Sie auch aus der asiatischen Philosophie, aus den Meditationstechniken und so weiter. Also hier gibt es sehr viele Zusammenhänge, Atemstörungen, Angina pectoris Anfälle und so weiter und so weiter, Asthma. Also Thomas von Aquin bringt das zusammen, die Seele als die innere Lebensform des Leibes und unterteilt das in drei Bereiche, Anima vegetativa, das haben wir noch im Vegetativum in der Medizin, Anima sensitiva, das Sensible, Anima intellectiva, das Einsehende, das Innere des Menschen, was ihn zum Menschen macht. Hat das so zusammengefasst, Anima forma corporis, die Seele formt den Körper von innen, diese innere Lebensdynamik, und wir haben in der Genetik 800 Jahre später, Thomas von Aquin, 13. Jahrhundert, denselben Begriff der Information, aber jetzt von außen betrachtet. Von außen betrachtet die Verschaltung von Genetik und Epigenetik. Und meine These ist, wir müssen es komplementär zusammenbringen. Die moderne Naturwissenschaft mit Genetik, Epigenetik und die alte Philosophie, die von innen her sozusagen auf die Phänomene des Lebendigen schaut. Das war interessant, dass Sie von den Kausalitäten gesprochen haben. Da hat Herr, hier ist der Hang, Herr Wang Hang, Hahn, da hat er leider seinen Aristoteles als Asiate oder auch seinen Plato nicht so gut gelesen, weil das haben wir schon lange. Er hat nämlich die Kausalität reduziert in dem Zitat, was Sie gebracht haben, auf die äußere Kausalität. Das stimmt, das ist die neuzeitliche Kausalität. Wir haben aber schon bei Aristoteles 4 Kausalitäten. Also Sie haben genannt, das hat er gesagt, das, was von außen jemanden betrifft, die sogenannte Causa efficiens, Ursache, die etwas anstößt, Viren, Bakterien. Darauf haben wir die Medizin reduziert. Wir haben aber schon lange 4 Kausalitäten in der alten Philosophie. Die Causa formalis, das, was von innen her auch durch meine Personalität sozusagen zur Entfaltung kommt. Die Causa materialis, das würden wir heute sagen, Genetik, Epigenetik. Die Causa efficiens, die von außen etwas anstößt. Und die Causa finalis, die ganz rausfällt. Worauf läuft das Ganze eigentlich hinaus? Die Evolutionstheorie hat das abgeschafft. Die hat gesagt, da ist kein Sinn in der Welt. Das hat gar keine Finalität. Das ist alles Zufall. Ich meine, auch das Leben hat eine Zielrichtung. Das Ziel kann nie der Tod sein, weil zum Begriff des Zieles gehört, dass ich es auch verfehlen kann. Und den Tod kann ich nicht verfehlen. Also kann das Ziel des Lebens nicht der Tod sein. Es ist übrigens interessant, dass wir das reinbringen mussten, hat irgendein kluger Mensch in der Bioethikkommission gesagt, der Tod ist keine Niederlage der Medizin. Na, ganz intelligenter Satz. Sterben müssen wir alle. Also Descartes hat das dann getrennt, hat die innere Mitte auseinandergerissen sozusagen. Ich muss wieder zurück etwas. Descartes hat das auseinandergerissen. Ich kann das jetzt nur ganz kurz machen aufgrund der Zeit. Er hat Geist und Materie getrennt. Das ist, der Nachteil ist, er hat die innere Einheit des Menschen auseinandergerissen. Aber er hat doch gesagt, es gibt zwei verschiedene Bereiche. Die Geisteswissenschaften, Philosophie, Theologie, die Materiewissenschaften, Naturwissenschaften, die können wir messen, die Materie können wir messen. Gedanken haben keine Länge und Breite. Also wenn Sie jetzt Aufmerksamkeit haben, dann können Sie das messen im Gehirn. Aber was das ist, Aufmerksamkeit, was Bewusstsein ist, was Subjektivität ist, das ist eine ganz andere Zugangsfrage, das ist eine philosophische Frage. Die Philosophie hat das dann reflektiert in der Neuzeit, den menschlichen Geist, vor allen Dingen Phänomenologie des Geistes bei Hegel. Die Medizin hat sich reduziert auf die Messbarkeit, auf die Materie, naturwissenschaftliche Medizin. Man sucht in der Materie die Krankheitsursachen in den Genen und aus dem Philosophikum wurde das Physikum. Und jetzt kommt es Gott sei Dank auch durch solche Initiativen wie hier langsam wieder zusammen. Sigmund Freud hat die Seele wiederentdeckt, die bei Aristoteles und bei Thomas von Aquin eine innere Ganzheit war. Jetzt aber sozusagen als ein naturwissenschaftliches Phänomen, als unbewusstes Trieb, Ess-Ich, Über-Ich und so weiter. Also nicht mehr Ganzheitsprinzip und so weiter. Versuche das Ganze zusammenzufassen. Was sind die großen Fragen heute? Wir haben verschiedene Paradigmenwechsel in der Physik, die Relativitätstheorie, Komplementarität, Heisenbergsche unscharfe Relation. Die Physik hat schon erkannt, dass die Naturwissenschaft alleine die Welt nicht erkennen kann, wie sie ist. Im mikrophysikalischen Bereich gibt es Unschärfen. Wir können nicht Ort und Impuls gleichzeitig bestimmen von mikrophysikalischen Teilchen. Also hier zeigt sich die Endlichkeit der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Deswegen brauchen wir auch geisteswissenschaftliche Zugänge. Die Biologie ist heute dabei mit Genetik, Epigenetik, Psychoneurogenetik und mit den Omics und personalisierte Medizin, habe ich schon gesagt.
Nur ganz kurz ein Satz zur Epigenetik. Das ist eine Embryonalentwicklung, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist nur das, Übergang vom Achtzellstadium zum Differenzierten. Wie funktioniert das physiologisch, indem man CH3-Gruppen anheftet? Epigenetische Einflüsse, habe ich Ihnen schon gesagt, 1,5 Millionen epigenetische Einflüsse. Und aus der Psychoneuroimmunologie ein Zitat, auch das Gehirn nimmt direkten Einfluss darauf, welche Gene einer Zelle aktiviert und welche Funktionen von der Zelle infolgedessen ausgeführt werden. Ein Kongress vor genau 20 Jahren in Wien. Das heißt, die ganze Psychosomatik muss sich erweitern, die Psychoonkologie muss sich erweitern auf die Frage des menschlichen Denkens, auf die Frage des menschlichen Geistes. Wir brauchen eine Dreidimensionalität, das Naturwissenschaftliche, das Psychologische und das Geisteswissenschaftliche, nennen Sie es philosophisch, nennen Sie es theologisch. Ich übergehe das, das ist alles zu viel, das lassen wir mal alles weg. Im Buddhismus übrigens finden Sie das ähnlich wie bei Immanuel Kant, was ist Weisheit, was ist Ethik, was ist Spiritualität. Ethische Fragen im Bereich der Embryologie, ist er schon ein Mensch oder entwickelt er sich zum Menschen, hat er Würdeschutz und so weiter, alles philosophische Fragen. Gene Editing, Keimbahnintervention, sollen wir das machen, neue Generationen beeinflussen. Am Ende des Fragens Hirntod als der Tod des ganzen Menschen, eine zutiefst philosophische Frage. Sollen wir Beihilfe zum Suizid leisten? Weiß nicht, sagen wir nein. Personalisierte Medizin, die Verantwortung des Einzelnen steigt. Dazu muss er ausgebildet sein. Partizipative Medizin, mitwirken an Heilung und gesund bleiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mal fragen, wie war Ihr Argument? Sie haben begonnen, dass Sie gesagt haben, ja, die Medizin braucht die Philosophie. Und lautet das Argument jetzt so, dass Sie sagen, die Medizin ist Naturwissenschaft, sollte aber mehr sein und das, was sie mehr sein sollte, das bringen Philosophie und Theologie dazu? Ja, und zwar jetzt nicht additiv. Ich habe gestern gerade einen 25-Seiten-Artikel abgegeben, Transdisziplinarität, die Forderung zur Transdisziplinarität. Das war ein Vortrag bei der Österreichischen Forschungsgemeinschaft im Hotel Panhans im November letzten Jahres. Da waren so 150 österreichische Professoren da, da habe ich genau darüber geredet. Und da habe ich gesagt, es geht aber nicht darum, dass die Philosophie und der Theologie etwas Additives hinzufügt, sondern es geht im Grunde um diese eine Frage, ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile? Also, dass die Philosophie darauf hinweist, auch mit den vier Kausalitäten, dass die Philosophie darauf hinweist, dass der Mensch von innen her etwas anderes als die Summe seiner Teile. Also man braucht beide Zugänge, sagen wir naturwissenschaftlich von außen nach innen schauen, sagen, gut, jetzt machen wir eine Pause, jetzt nehmen wir die Philosophie und die Theologie hinzu und sagen, aber das Ganze von innen, der muss noch einmal was ganz anderes sein. Also es geht eben nicht darum, dass man jetzt additiv, das wäre Interdisziplinarität, sagen wir, da kommt die Naturwissenschaft, da kommt die Physik, die Biologie, die Genetik und dann kommt auch noch die Philosophie und auch noch die Theologie. Ich würde sagen, beide Wissenschaften sind Integrationswissenschaften, die von Anfang an von der Ganzheit des Menschen in die Details gehen, während die Naturwissenschaft vom Detail aufs Ganze zu schließen versucht. Und das geht nicht, weil von außen nach innen erfassen sie das Ganze nicht. Also sie können noch so und so viele Gene zusammenbauen und zusammensetzen, sie werden daraus nie einen lebendigen Organismus machen. Also die Philosophie und die Theologie sind Integrationswissenschaften. Ja, finde ich alles sehr spannend, nur ich würde das Ganze anders formulieren und zwar, Sie sprechen von Ganzheit, aber reden die ganze Zeit von Trennung. Da die Naturwissenschaften, da die Geisteswissenschaften, beziehungsweise sie sollen zusammenwachsen. Aber ich verweise nur auf Demokrit, das war der erste und letzte ganzheitlich denkende Mensch. Und Aristoteles und so weiter mit ihrem Dualismus, die haben leider dann die Trennung in Geistes- und Naturwissenschaften eingeleitet. Und der Fehler passiert heute genauso. Es gibt eine Ganzheit, wo Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften eigentlich keine Trennung sind. Wir sehen es heute auch mit der Quantenphysik, wo man die Newton'sche Lehre, dass alles messbar ist und so weiter auf den Kopf stellt. Wir sehen es bei den Begriffen Materie, was ist Materie, was ist Masse, dass sich hier die Grenzen verschieben, was ist Materie und nicht Materie. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen,
dass Geist und Psyche aus Hirn entsteht. Dieser Dualismus ist schon längst überholt, den gibt es nicht. Und das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Also insofern gibt es diese Trennung nicht. Na, ich würde Ihnen etwas widersprechen, oder ich habe in Österreich gelernt, ich ergänze Ihre Aussage. Wir haben, glaube ich, einen sehr guten, jetzt muss ich es mal theologisch machen, ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Wir haben eine sehr gute Definition für die Einheit Gottes, nämlich Einheit in Verschiedenheit. Also das, was wir Trinität nennen, der dreifaltige Gott, Einheit in Verschiedenheit. Ich spreche nicht von einem Dualismus, ich spreche von der Einheit des Menschen. Ich muss natürlich hier die Wissenschaften erstmal so zusammenbauen, damit wir irgendwie vorwärts kommen. Aber gerade nicht, um sie zu trennen. Ich bin vollkommen bei Ihnen, das habe ich zum Schluss gesagt, mit dem Begriff der Transdisziplinarität, dass von Anfang an die Dinge zusammenhängen. Der Mensch ist eine Einheit. Und auch die Wissenschaften sollten zu einer Einheit zusammenfinden. Aber diese Einheit ist eine Einheit in Verschiedenheit. Und da bleibe ich dabei. Der Gedanke ist etwas anderes als das Gehirn. Das Gehirn wiegt 500 Gramm, das können Sie in der Anatomie auseinanderschneiden. Aber wenn Sie in der Anatomie ein Gehirn auf den Tisch legen, das denkt nicht. Ich denke. So, und da haben Sie beides. Und wenn Sie die ganze Erkenntnistheorie nehmen, ich sehe hier eine Folie, ich sehe hier etwas Grünes, Eckiges. Das ist meine Sinnlichkeit, meine Materie. Und der Geist setzt das zusammen zu einem Begriff und sagt, bildet ein Urteil und sagt, das ist eine grüne Folie. Das heißt, wir kommen in Teufelsküche, wenn wir sagen, das Gehirn ist dasselbe wie ein Gedanke. Behauptet. Aber Sie haben gesagt, er steigt auf aus dem Gehirn. Das ist die Frage. Das Gehirn produziert Gedanken. Das ist die Frage, ob das so stimmt. Ich würde sagen, für die Erinnerung stimmt das so. Das muss engrammiert werden. Was ist das Neue? Bleibe bei meinem etwas eigenartigen philosophischen Gedanken. Wo war die Mozart-Sinfonie, bevor sie ihm kam? Gibt es so etwas wie Inspiration? Gibt es so etwas wie das Neue? Natürlich baut jeder Forscher auf dem, was er mal gelernt hat. Das ist engrammiert im Gehirn. Sonst könnte er sich gar nicht erinnern. Aber woher kommt das Neue? Aus Information. Aus den Grundlagen des Lebendigen. Ja, und ist jetzt Information Geist oder Materie? Diese Trennung Materie und Geist und immateriell und so wird mehr und mehr aufgehoben, wie uns die Quantenphysik beweist. Ich bin ja bei Ihnen und trotzdem darf man sie gleichsetzen. Ich darf das Gehirn nicht gleichsetzen mit dem Geist. Und der Geist hat keine Ausdehnung, das ist das Interessante. Das Gehirn produziert Geist. Na, das wäre die Frage. Das ist typisch neuzeitliches Denken, da würde ich sagen, bis zu Descartes. Schauen Sie mal, wir wissen heute sehr viel aus pränataler Psychologie und was Kinder schon wahrnehmen, lange bevor sie ein Gehirn haben. Er schüttelt einfach den Kopf. Wir haben doch gedacht, der andere könnte auch recht haben. Also Sie haben Ihre Position, ich habe meine Position. Ich glaube, wir würden sonst in eine sehr, sehr tiefe philosophische Diskussion einsteigen, für das wir in einer 10-Minuten-Diskussionsmöglichkeit nicht die Zeit haben. Sie haben noch eine kurze Frage? Ich wollte nur fragen, wo bleibt der Gedanke und der Geist ohne Gehirn? Ja, da bin ich ja schon bei Ihnen, aber er ist trotzdem mehr als das. Gut, wir haben noch eine letzte Frage von Arno Bühler. Danke, Matthias, für deinen Vortrag. Meine Kritik würde ein bisschen in dieselbe Richtung gehen wie hier, nämlich ich würde da hinzufügen, ob die Art und Weise, wie du diese beiden Prinzipien trennst, nicht zu wenig dynamisch sind. Das heißt, meine Frage an dich wäre, wie ist das? Ist es nicht so, für mich ist Denken vor allem ein Kreieren von ganz bestimmten neuen Bildern genauso, des Denkens. Ist es nicht so, dass umgekehrt die Naturwissenschaft oder wenn man will die Medizin de facto ja auch etwas für die Philosophie an Herausforderung bietet, um neue Bilder des Denkens zu kreieren? Also sozusagen ist dieses Verhältnis nicht wesentlich dynamischer zwischen Naturwissenschaft, Materie und Geist in dem Sinne, dass die Auseinandersetzung des einen mit dem anderen ja erst dann transdisziplinär wird und trans heißt ja übersteigen, wenn in gewisser Weise die Naturwissenschaften auch beginnen, neue Bilder des Denkens in der Philosophie zu kreieren und umgekehrt natürlich dasselbe von der Philosophie her zu den Naturwissenschaften. Also sollten wir das nicht eher dieses dynamische Verhältnis stärker betonen? Ich bin ganz bei dir. Ich bin ja, wenn ich das so offen sagen darf, ganz überrascht. Ich meine, wenn ihr schon so weit fortgeschritten seid, dass ihr das alles schon verstanden habt, ist ja super. Ich rede meistens vor rein naturwissenschaftlichen Medizinern oder vor Theologen, denen ich erstmal ein bisschen Naturwissenschaft beibringen muss. Und den Naturwissenschaftlern muss ich überhaupt erstmal beibringen, dass es hier Verbindungen gibt. Und deswegen habe ich den Vortrag so aufgebaut. Hätte ich gewusst, dass ihr alles das schon super durchreflektiert habt,
hätte ich den Vortrag wahrscheinlich ganz anders aufgebaut. Also ich bin ganz bei dir. Hier sieht es so aus, als sei das so ein additives Zusammenfügen. Das ist nicht meine Intention, sondern ich gehe von der inneren Einheit des Menschen aus. So hat sich, wenn ich das übrigens auch mal sagen darf, die Universitätslandschaft der Welt entwickelt, nämlich aus der Einheitswissenschaft der Theologie heraus. Bologna, Paris waren die ersten Fakultäten, deswegen immer noch 01 Fakultätsnummer. Also es wäre richtiger, den Blick von innen nach außen, von der Einheit in die Vielfalt und nicht von der Vielfalt zur Einheit zurückzukommen. Mein Vortrag war jetzt, weil das meistens die Situation ist vor Menschen, vor denen ich rede, dass sie davon gar keine Ahnung haben, dass man überhaupt erstmal anbahnen muss, sozusagen, dass es hier verschiedene Wissenschaften gibt, die auf den Menschen interdisziplinär zugehen. Ich meine, der Begriff Transdisziplinarität wäre eine Art Paradigmenwechsel, dass ich nicht mehr von außen aus der Vielfalt hereinschaue, sondern von innen her. Und da bin ich ganz bei dir, aus dieser Einheit des menschlichen Geistes, der an ein Gehirn gebunden ist, zu denken, also wenn ich das nächste Mal wiederkomme, drehe ich die Sache genau um und fange mit der Einheit an und gehe dann in die Vielheit. So bin ich von außen nach innen gegangen, weil das die normale Situation ist. Aber vielen Dank. Ja. Gut, vielen Dank nochmal für den Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank für die Kurz.